Ich möchte heute Abend über Papanja sprechen. Barbara hat uns davor gerettet, dieses ohnmächtige Wort auf dem Zettel zu sehen. Das würde mich trotzdem... Wäret ihr auch gekommen, wenn Papanja draufgestanden wäre? Papanja heißt so etwas wie Proliferation oder Vervielfältigung, Verästelung der Gedanken und Gefühle. Es gibt eben nicht so ein eindeutiges deutsches Wort dafür. Ich möchte mit einer Aussage Buddhas beginnen. Eine sehr zentrale, sehr interessante Aussage. Gesagt, der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Die Tat wird zu Gewohnheit. Und Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Also beachte sorgsam den Gedanken und seine Wege. Und lasse ihn in der Liebe entspringen, die der Fürsorge für alle Wesen entspringt. Der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Manchmal geht es ganz direkt von Gedanke zu Tat. Das ist auch oft der Fall. Die Tat wird zur Gewohnheit, wenn wir sie immer wieder tun. Und Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Oft fragt man sich, auf welche Art und Weise Meditation oder spirituelles Training oder Geistestraining eigentlich auf unser Leben und auf das unserer Mitmenschen, unserer Mitwelt wirken soll. Hier sitzen und die Augen schließen, wie soll das eine Wirkung haben? Buddhas Aussage zeigt genau diesen Prozess auf, wie sich etwas, was im Innen beginnt, sich auswirkt. Gedanke und Gefühl sind da, daraus entstehen Worte, Taten, dann Tendenzen, Muster verfestigen sich, hier wird das Wort Charakter gebraucht. So sind wir, so bin ich halt, so sind wir alle. Wirkt sich auf unsere Umgebung aus, auf unsere Mitwelt. Und letztlich kann man sagen, so wird der Lebensbereich, in dem wir uns befinden, geschaffen. Die Art und Weise, wie sich mein Leben anfühlt, entsteht in diesem Prozess, der anfängt mit meiner Art zu denken und zu fühlen. Taten, Gewohnheiten, Charakter und letztlich, wie sich das Leben an sich anfühlt. Und es ist genau durch diesen Prozess, durch den wir entweder leiden oder Glück, Freude, Heiterkeit und Gelassenheit für uns immer wieder von Neuem produzieren und dann auch immer mehr gewohnheitsmäßig produzieren, wenn da nicht Gewahrsein da ist und so viel inneren Raum und Aufmerksamkeit, dass wir eine Wahl treffen können und eben eine andere Wahl treffen können als gewohnheitsmäßige. Meditation oder echtes spirituelles Training oder Schulung von Herz und Geist greift hier ein oder muss hier eingreifen, damit es irgendwie Sinn macht. Nur eine Meditation, die diesen Prozess tatsächlich in diesem fortschreitenden, sich ausdehnenden Prozess tatsächlich eine Veränderung bewirkt, ist wirklich von Bedeutung. Nur die Art von Meditation ist es wert, praktiziert zu werden, geübt zu werden, kultiviert zu werden. Im ersten Vers des Dhammapada, das ist eine Sammlung von versartigen Aussprüchen Buddhas, wird dieser Sachverhalt erklärt. Das heißt, alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Mit unserem Denken und Fühlen erschaffen wir die Welt. Rede mit unheilsamem Geist, handle mit unheilsamem Geist und Leiden wird dir folgen, wie das Rad dem Fuß des Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Alle Dinge entstehen im Geist, sind unseres mächtigen Geistes Schöpfung. Mit unserem Denken und Fühlen erschaffen wir die Welt. Rede mit heilsamem Geist, handle mit heilsamem Geist, und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Hängt von uns ab, was wir uns erschaffen, immer wieder. Es ist nicht ganz so einfach, wie es hier klingt, aber es ist eine eindeutige Praxisanleitung und gleich der Grund
warum wir praktizieren könnten, ist gleich mitgeliefert. Ich könnte sagen, es sind zwei grundsätzliche Aussagen, die gemacht werden. Die erste ist, alle Dinge entstehen im Geist. Geist, Herz, Geist gehört zusammen. Am Anfangspunkt ist der Geist, das Herz. Vielleicht ist das ganz vergleichbar, diese Aussage mit der Aussage der Bibel. In der Genesis heißt es, am Anfang war das Wort. Und soviel ich weiß, ich verstehe nicht viel davon, aber soviel ich weiß, heißt es eigentlich Logos. Also der Gedanke, das Wort im Geist steht am Anfang und wirkt dann, schöpft die Welt, erschafft die Welt. Aus unserem Geist entsteht die Welt. Wenn wir bewusstlos sind oder im Tiefschlaf oder tot, ist die Welt für uns verschwunden. Da erleben wir keine Welt, die ist nicht da. Wahrnehmung und Bewusstsein nehmen die Welt nicht nur wahr, sondern sie erschaffen sie auch. Krieg oder Friede, Bomben oder Heilmittel, Konzentrationslager oder Meditationshäuser und Klöster, alles entspringt dem Geist. Das ist eine Idee einer Möglichkeit und von dort kommt Papanja. Geht das weiter und weiter und weiter, bis wir einen Krieg haben, bis wir ein Meditationshaus haben, bis wir Bomben haben oder Arzneimittel, Heilmittel. Alle Dinge entstehen im Geist. Der Geist erschafft unsere Welt. Und zweitens, der Geist erschafft in derselben Art und Weise auch sein eigenes Leiden oder sein eigenes Glück. Also wir halten unsere eigene Zukunft in der Hand. Nicht so, dass wir bestimmen können, was uns mit uns geschehen wird, aber dass wir mehr und mehr die Wahl haben, zu entscheiden, wie wir mit dem, was gegeben ist, was uns das Leben bringt, umgehen werden, wie wir darauf reagieren werden, oder wie wir, ob wir auf ungeschickte oder hilfreiche Art damit sein werden. Mein erster Vipassana-Lehrer, Goenkaji, wiederholt immer wieder diesen Satz. Mind matters most. Mind matters most. Auf unseren Geist, auf unser Herz, kommt es am meisten drauf an. Dort beginnt alles, immer wieder. Seine Begebenheit aus der Zeit Buddhas, von der wir aus Texten vernehmen, heißt, der große Gott, der große Deva, Sakka, stieg einst auf die Erde herunter. Und es heißt, wenn diese großen Götter erscheinen, dass ganze Berge, ganze Gegenden und Städte, die wurden hell erleuchtet und die Menschen fürchteten sich. Also es war nicht irgendjemand, der da kam, um die Fragen zu stellen. Die Menschen fragten, was ist das für ein Licht? Steht der Berg in Flammen? Ein bisschen wie die Hirten vor 2000 Jahren, vor fast genau 2000 Jahren, als die Engel erschienen. Sakka wollte dem Erleuchteten, dem Buddha, ein paar Fragen stellen. Und besonders eine von Buddhas Antworten zu einer dieser Fragen, sehr interessant im Zusammenhang mit Papanja und dem Thema, das wir hier betrachten. Gott Sakkas Frage an den Buddha war, was sind die Fesseln, die bewirken, dass Menschen, Götter und alle anderen Lebewesen in Hass, Feindschaft, Konkurrenz und Böswilligkeit leben, obschon sie eigentlich Frieden möchten? Eine gute Frage. Eigentlich möchten alle Frieden. Wieso haben wir nicht? Schon längst, seit tausenden von Jahren Frieden. Buddha sagt, es sind die Fesseln von Eifersucht und Habgier. Und Sakka fragt, und woraus entstehen diese Fesseln von Eifersucht und Habgier? Buddha sagt, sie entstehen aus Zuneigung und Abneigung. Zuneigung und Festhalten und Verlangen, was angenehm ist. Abneigung, Abwehr, Aversion, Hass gegen alles, was unangenehm ist, in irgendeiner Art und Weise. Sakka fragt, woraus entstehen Zuneigung und Abneigung? Und Buddhas Antwort ist ganz grundsätzlich, sie entstehen aus Begehren.
Und der nächste Sprung ist interessant. Woraus entsteht Begehren? Fragt Sakka. Und Buddha sagt, aus dem Denken. Das heißt, wir müssen was erfassen mit dem Denken und beginnen, uns das auszumalen, vielleicht zu vergleichen mit der vergangenen Erinnerung, uns Möglichkeiten auszudenken, was das alles bringen könnte, und dann fängt alles an. Begehren, Zuneigung zu den Dingen, die dem entsprechen, Abneigung gegen alles, was dem in den Weg kommen könnte und das verhindern könnte. Der ganze Prozess ist klar. Und Sakka fragt, woraus entsteht denn diese Art des Denkens? Und Buddha sagt, aus der Tendenz zu Papancha. Verfehlte Tendenz in unserem Geist zur Vervielfachung, zur Vermehrfachung, zur Multiplikation, zu rapidem Wachstum, sind alles Synonyme, zu Verästelung, zu endlosem sich verbreiten eines einzigen ursprünglichen Gedankens oder einer Wahrnehmung, die ursprünglich mit einem ganz sinnvollen, praktischen Gedanken zusammenhängt. Buddha sagt, das ist der Ausgangspunkt all dieser Schwierigkeiten. Die Frage ist also, was bedeutet dieser Prozess von Papancha? Das vom Hundertsten ins Tausendste gehen in unserem Geist und unseren Gefühlen. Ich denke, allen denen, die mehr als 15 Minuten meditiert haben, ist das bekannt, anderen vielleicht weniger, so spätestens nach ein paar Tagen, aber eigentlich schon nach ein paar Stunden wird es offensichtlich. Der Geist produziert und produziert und produziert. Ein Gedanke kommt und dann folgt der nächste und schon haben wir 1000 Gedanken, keine Ahnung mehr, wo es angefangen hat, worum es eigentlich ging, wo es hinführen sollte. Eine Masse von Verästelungen, Vervielfältigung, Diversifizierung. Und eigentlich ist es die Welt, die 10.000 Dinge der Welt, die 10.000 Gedanken und Dinge und Gefühle und Reaktionen und Geschehnisse der Welt. Genauer gemeint ist die Wahrnehmung und die Reaktivität von allen 6 Sinnesbereichen, also das wird als Körperempfindung sehen, hören, riechen, schmecken und denken, fühlen, die Wahrnehmung und die Reaktionen dazu, die wir ständig haben. Auf jeden Moment der Sinneserfahrung, auf jeden Moment der Körpererfahrung, des Sehens, des Hörens, des Riechens, des Schmeckens. Könnt ihr gleich jetzt mitverfolgen. Wenn ich einen Satz sage, von dem ihr findet, dass er Sinn macht und der euch sinnvoll, dann sagt irgendetwas innen drin. Und wenn was kommt, das komisch klingt, mit dem ihr nichts anfangen könnt, sagt ihr etwas innen drin. Ja? Und wenn etwas kommt, das ihr völlig daneben oder idiotisch findet, sagt ihr. In jedem Moment kommen all die Erfahrungen und es ist, wer immer das ist, reagiert. Und hier bezieht sich Papancha vor allem auf die psycho- oder emotionell-mentale Welt unseres Denkens und Fühlens. Wie von einem anschwellenden und sich mehr und mehr verästelnden und verzweigenden Strom wird unser ganzes Sein von Gedanken und Emotionen überschwemmt ständig oder überplätschert manchmal. Manchmal ist es dramatisch und wird überschwemmt und den Rest der Zeit wird es beplätschert. Es geht vom Hundertsten ins Tausende und unsere Gewohnheiten und alten Tendenzen spielen einfach solider und solider und fester und fester. Und je länger wir das spielen, desto rigider wird das alles. Einfach auch schon von Natur aus. Auch Blumen werden dürrer und fixierter, wenn wir nicht was tun. Und wir finden uns immer wieder in denselben alten Wiedergeburtsbereichen wieder. Und zwar muss das nicht im nächsten Leben sein, sondern in derselben Situation, im Geschäft mit derselben Person, im selben Drama. Mit derselben Person zu Hause, in derselben Situation, mit demselben Drama. Mit den Freunden. Okay, glaube ich klar.
Wir finden uns in den Höllen der Abneigung, des Ärgers, der Wut und des Hasses. Wir finden uns in den Bereichen der hungrigen Pretas, der hungrigen Geister. Das sind die Bereiche der Begierde, des unersättlichen Verlangens, was nicht ganz reicht. Wir sind in den Bereichen der unintelligenten, triebhaften Tiere, in Bereichen der eifersüchtigen und neidischen Halbgötter und so weiter und so weiter. Das Buch Gedanken ohne den Denker, ich wollte das eigentlich mitbringen, aufzulegen. Manche von euch kennen das, da drin ist eine ganz interessante Beschreibung dieses Prozesses. In einer modernen psychotherapeutischen Sprache wird das dargestellt. Denke, spür und sichtbar, was Papancha ist und wie mächtig das wird, wenn das immer und immer einfach spielt, ohne dass wir das sehen, erkennen und vielleicht etwas daran ändern. Das Gegenteil von Papancha ist Nipapancha. Ist ein Synonym von Nibbana. Ist ein Synonym von innerem, vollkommenem Frieden. Ist ein Synonym vom Ende des Leidens. Also Papancha, dieser Prozess ist nicht ein zufälliges Phänomen wie viele andere, über die man sprechen kann, sondern das Gegenstück dazu ist vollständiger Friede. Das ist interessant. Wenn das mal nicht proliferiert, sondern anhält. Hält Begehren an, Verlangen an, Wut, Hass anhalten. Vollständiger Friede. Und ich denke, es macht auch sichtbar, warum Papancha ein Bereich ist, bei dem es sich lohnt, hinzuschauen, hinzufühlen. Wenn wir meditieren, wenn wir praktizieren, muss es also darum gehen, diese Gegenkräfte zu entwickeln. Oder das nicht mehr zu tun, vielleicht einfach. Vielleicht sind es nicht mal Gegenkräfte, vielleicht ist es einfach das Beenden dieses endlosen Prozesses. Und das kann in zweifacher Weise geschehen. Einmal dadurch, dass wir die unheilsamen und negativen Formen von Papancha lassen. Merken, wenn wir drin sind und damit aufhören. Immer wieder, wenn wir es merken. 10-mal, 1000-mal, Millionen-mal. Jedes Mal, wenn wir sehen, wieder diese eine Straße, wieder diese. Sein lassen. Das stoppen. Diese Kanäle, diese Verästelungswege veröden lassen. Ich denke, das ist das Wort, das man manchmal braucht bei Fähnen. Veröden lassen. Es ist nicht, dass wir was dagegen tun müssen. Einfach keine Kraft mehr geben. Keine Aufmerksamkeit mehr geben. Nicht mehr identifizieren. Aufhören. Und das nicht ein für alle Mal, sondern immer wieder, jedes Mal, wenn wir es wieder sehen. Und gleichzeitig kultivieren wir, schaffen wir, wenn schon, heilsame, glückschaffende Formen von Papancha. Und dadurch erschaffen wir uns Daseinsbereiche der Menschlichkeit, Daseinsbereiche der lichten Götter, der Freude, der Brahma-Viharas, wie liebevolle Güte, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Wenn schon vom Hundertsten ins Tausende, warum nicht mit Metta, warum nicht mit Karuna, warum nicht mit hilfreichen Gedankengängen? Nicht, wie kann ich den fertig machen, sondern wie kann ich dem helfen? Nicht, wie kann ich mich noch mehr fertig machen, sondern wie kann ich mich innerlich unterstützen? Das ist die eine Seite. Wenn schon Papancha die Kraft den Prozessen entziehen, die unhilfreich und leidschaffend sind, und sie denen geben, die hilfreich sind. Und auf der anderen Seite, ist die zweite Möglichkeit, wir beenden Papancha völlig. Und das ist die letztliche Befreiung. Nipapancha oder Nibbana. Da gibt es nicht viel zu sagen dazu. Ruhe ist das Ende von all diesem endlosen Erschaffen. Das ist der Mittelpunkt, wenn man von allem Peripheralen, an der Peripherie, von allem, was läuft, in der Mitte einen Punkt sucht, dort. Das bedeutet, dass wir
Das sind nicht Gegenkräfte, aber es bedeutet, dass wir diese Qualitäten mobilisieren und kultivieren, die etwas bewirken können in Bezug auf Papancha. Und ich denke, in erster Linie ist das, und jetzt sind wir wieder da, wo immer, weise Aufmerksamkeit. Wir müssen uns darüber klar werden. Wir müssen dies am Wert sehen. Reicht nicht, dass es eine einleuchtende Idee ist und dass wir das gut verstehen und denken, das wäre wohl das Beste. Sondern es heißt, dass wir Papancha immer und immer wieder in uns selber am Werk sehen müssen, damit wir eine Wahl haben, anders damit umzugehen. Und gleichzeitig mit dieser weisen Achtsamkeit braucht es eine liebevolle, eine unmittelbare, liebevolle, gelassene Präsenz. Also es geht nicht darum, dass wir sehen, wie das funktioniert und dann gleich mit neuen aversiven Strategien sagen, das ist nicht okay und das ist nicht okay und das sollte ich endlich aufhören und das tue ich immer noch, das ist wirklich blöd, das ist wirklich doof und ich bin eigentlich ein schlechter Mensch oder ich bin ungeschickt oder ich bin hoffnungslos oder ich bin... Sondern dass wir hinschauen und vielleicht nicht nur liebevoll, sondern mitfühlend die ganze Katastrophe anschauen und sagen, wow, habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ja schmerzhaft. Das ist immer schwierig. Es ist ja gar nicht so einfach, mich zu sein. Also tut mir wirklich leid. Was können wir da tun? Die zwei Dinge brauchen wir immer wieder, ob wir nun seit 2 Stunden meditieren oder seit 20 Jahren. Immer wieder das Erkennen und Klarsehen und diese Haltung des sich Zuwendens und des Verständnisvollen mit dabei sein. Es braucht aber eine weitere Qualität und ist sehr schwierig für uns, denke ich. Es braucht auf Papancha verzichten. Es braucht Entsagung. Es braucht nicht, wir müssen nicht unserem Leben entsagen, wir müssen nicht ins Kloster gehen. Wir müssen Papancha entsagen. Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Das Dahinplätschern ist ja, sind wir überzeugt, zutiefst wichtig, ist zutiefst interessant, wird uns zu tiefen Erkenntnissen bringen, wird der Welt helfen, wird wahrscheinlich die neue Gesellschaft schaffen. Alles, was wir da so vom Hundertsten ins Tausendste ausdenken und fühlen. Loslassen, wo kämen wir dahin? Da wüsste ich nicht mehr mal, wer ich bin. Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wer hält die Welt zusammen? Wer kontrolliert dieses Universum? Das ist schwerwiegend. Nicht eine leichte Sache. Abkehr von Papancha, und ich denke, das kann uns nur gelingen, wenn wir wirklich seine Problematik erkennen. Das heißt, immer wieder schauen, wie wir uns unsere eigenen Schwierigkeiten schaffen, bis wir genug haben. Sagen, okay. 386 Mal dieselbe Straße runter und immer fallen wir ins selbe Loch, bis wir sagen genug. Und 237 Mal diese Gasse herunter und immer rutschen wir auf derselben Bananenschale aus, bis wir sagen, okay, weg damit. Braucht schon zuerst wirklich zu wissen in unserem Herzen, das bringt nichts, das brauchen wir nicht, um uns zu überzeugen, uns davon abzukehren, darauf zu verzichten und die Übung, das zu tun. Weniger Papancha. Weniger im unhilfreichen Denken und Fühlen verloren. Weniger Begehren, weniger Zuneigung und Abneigung und somit mehr innerer Friede. Es wird einfacher, es wird ruhiger, es wird gelassener, es wird heiterer. Aber wir müssen es wirklich wollen. Und das die zentrale Frage, und ich denke, ob wir das jetzt Papancha nennen und so darstellen oder überhaupt spirituelle Praxis. Wollen wir das, was wir eigentlich denken, wir möchten es? Also, Goenkaji erzählt diese Geschichte von in Burma, ist das ein Händler, der ist da bei der Shwedagon Pagoda, da sind auch Händler dort, das ist der heiligste Ort in Burma. Und viele Pilger hat's dort. Und jeden Tag am Abend schließt er seinen Laden und betet noch zu Buddha, möge ich vollständige Erleuchtung erlangen. Und einer hört das immer, möge ich ins Nirvana eingehen, betet er. Und einer hört das und verkleidet sich irgendwie als ein Götterwesen.
Und eines schönen Abends, nachdem der Mann geschlossen hat, sagt er, okay, ich bin hier, um dich zu holen. Das ist eine Bana. Und der Mann sagt, wunderbar, wunderbar. Moment, Moment. Also ja, das, ich komme ganz gerne. Ich muss aber noch schnell nach Hause zuerst vorher. Ich muss es ja meiner Frau sagen und ich muss mal noch mit meinen Kindern, und die sind auch gar noch jung. Und was ist mit dem Geschäft? Ich meine, das kann ich nicht einfach hier stehen lassen. Papancha. Wollen wir wirklich weniger verloren sein in unseren Geschichten und Tagträumen? Über das Einkaufen, über die Anschaffungen, die kommen. Müsst ihr so vorstellen, die Tage, was würden wir dann tun? Über erhoffte Vergnügen, über befürchtete Probleme, das ist ganz ein wichtiges Thema, befürchtete Probleme, über die Kinder, über die Schule, über das Kochen, über das Essen, über die Arbeit, über das Geschäft, über das Auto, über die Mitarbeiter, über die Chefs, über die Freunde, über die Ausflüge, über die Ferien, über die Beziehung, wie sie gerade ist, wie sie sein sollte, ob sie überhaupt möglich ist, oder ob es noch dauert, oder ob es bald aufhört. Wollen wir wirklich weniger Papancha? Wollen wir einfach innehalten? Wollen wir einfach hier sein? Vielleicht ist der Grund, warum es manchmal so lange geht, bis wir uns wieder daran erinnern, achtsam zu sein. Das letzte Mal war letzten Dienstag und jetzt heute wieder einmal. Vielleicht, dass wir eigentlich gar nicht möchten, einfach sein und eben einfach sein. Und deshalb der Titel, ich denke es offensichtlich, Papancha ist die Komplexität des Seins. Und worum es geht, ist Einfachheit. Es ist nicht, dass wir nicht mehr denken, dass wir nicht die Dinge sehr klar sehen können und auch was nötig ist tun können und planen, was sinnvoll ist und all das. Aber das sind wahrscheinlich was, 5%? 10, 20%? Wollen wir die 80% wirklich loslassen? Ruhen. Wollen wir wirklich Erfüllung im Moment erfahren? Wollen wir nicht ergreifen und die Dinge nicht komplizieren? Im Aufhören von dem allen und damit im Aufhören vom Begehren, im Aufhören davon etwas anderes zu wollen, als was gerade ist, in dem liegt die Erfüllung, die wir eigentlich wirklich suchen, die wir uns zutiefst wünschen. Die Frage ist, wollen wir sie wirklich? Wenn ja, immer dann wird das möglich durch einfache, schlichte Aufmerksamkeit auf die Erfahrung dieses Moments, ohne zu schauen, was daraus werden könnte, was ich damit anfangen könnte, sondern sein, immer wieder sein. Sein auch in einer Art und Weise, dass ich dann auch gegenwärtig und bereit bin, wenn ich wirklich was tun muss. Was uns erlaubt, wirklich zu entscheiden, wenn es nötig ist, zu entscheiden. Das, was uns erlaubt zu fühlen, was hilfreicher sein könnte und was nicht. Achtsamkeit ist eine weise Achtsamkeit. Gelassenheit ist ein liebevolles mit dem, was ist, hier sein. Mit dem Wind in diesem Moment, oder mit dem Regen, oder mit den nassen Füßen. Oder mit der Trauer. Oder mit dem Sonnenaufgang. Oder mit der überreifen Banane. Oder was immer es ist. Immer das, was gerade jetzt ist, oder mit einer langweiligen Meditation, die noch 20 Minuten dauert und noch, es läutet immer noch nicht. Und dann, wenn es läutet mit dem, was dann ist. Einfach hier sein. Noch einmal zu Buddhas Worten. Denke, rede und handle mit heilsamem Geist und Herz. Und Glück wird dir folgen, wie der Schatten dem Körper folgt und nicht weicht. Und wenn nichts dran ist, was wir tun müssen, immer wieder mal einfach ruhen im Leben, so wie es hier gerade ist. Und es ist immer voll und ganz, es kann nie mehr sein, als es gerade in diesem Moment ist, wenn wir wirklich dafür da sind. Und immer dann ist es einfach. Und immer dann ist es ist nicht laut und flashy, aber es ist immer erfüllend in diesen Momenten.